Hallo, willkommen auf unserem Kanal TechChat TV. Hier können Sie Antwort auf jede Frage über Immobilien in der Türkei finden. In diesem Video werden wir über Hypotheken in der Türkei für ausländische Immobilienkäufer sprechen. Wenn Sie als Ausländer eine Immobilie in der Türkei kaufen wollen, ist die Finanzierung dieses Kaufs eines der vorherigen Fragezeichen. Wie sieht es mit Bankkredit in der Türkei aus? Bevor wir darüber sprechen, wie man eine Hypothek von türkischen Banken bekommt, gibt es ein paar Punkte, die Sie beachten müssen. Zuallererst müssen Sie wissen, dass Banken niemals eine hundertprozentige Hypothek für den Kauf einer Immobilie gewähren. Sie sollten etwas Bargeld als Anzahlung haben und den Bankkredit für den Restbetrag beantragen. Zweitens, entweder in der Türkei oder in einem anderen Land, wenn Sie eine Auslandsimmobilie kaufen, sollten Sie die Zinssätze der Banken überprüfen und sie mit den Zinssätzen in Ihrem eigenen Land vergleichen. Wenn Ihr Heimatland bessere Zinssätze bietet, können Sie das Bankdarlehen in Ihrem Land bekommen, um einen Kauf in Übersee zu finanzieren. Wie kann ich ein Hypothekendarlehen von türkischen Banken bekommen? Sobald Sie eine Zielimmobilie ausgewählt haben, können Sie einen Bankkredit in der Türkei beantragen. Es gibt einige erforderliche Dokumente, um eine Hypothek zu beantragen. Diese sind Reisepass und notarielle Übersetzung davon, Steuernummer, Nachweis über Ihre Adresse im Ausland, Nachweis über Ihr monatliches Einkommen der letzten 6 Monate, Kontoauszug, der Ihre Kontobewegungen in den letzten 3 Monaten zeigt. Eigentumsurkunde der Zielimmobilie. Wenn Sie mit diesen Unterlagen zur Bank gehen, wird die Bank ein Bankkonto für Sie eröffnen und Ihr Hypothekeantrag wird über dieses Bankkonto angenommen. Sie erhalten innerhalb von 3 bis 4 Tagen eine Vorabgenehmigung und die Bank schickt einen Experten zu der Immobilie, die Sie kaufen möchten, damit dieser einen ungefähren Marktpreis für die Immobilie festlegen kann. Nach der Begutachtung durch den Experten wird das Bankdarlehen genehmigt und der Antrag auf Eigentumsübertragung kann beginnen. Wussten Sie, dass Sie eine Hypothek in der Türkei bekommen können, auch ohne das Land zu besuchen? Sie haben es richtig gehört. Dank unseres Telemortgage Service können Sie eine Hypothek von türkischen Banken aus der Ferne bekommen. Unser Telemortgage Service macht es Ihnen sehr einfach, eine Hypothek in der Türkei zu bekommen. Erstens werden Sie keine Zeit für den Papierkram aufwenden müssen. Zweitens wird die Kommunikation mit dem Bankpersonal kein Problem mehr für Sie sein. Unsere Agenten werden die ganze Arbeit für Sie erledigen. Außerdem erhalten Sie in allen Phasen Ihres Antrags Feedback, während Sie auf Ihrer Couch eine Tasse Tee oder Kaffee trinken. Telemortgage besteht aus 4 Schritten. Diese sind Auswahl Ihrer Traumimmobilie, Versenden der erforderlichen Dokumente, Beantragung durch unser Team, Unterzeichnung der Know Your Customer Papiere während Ihres ersten Besuchs in der Türkei. Know Your Customer bedeutet auf Deutsch, kenne deinen Kunden. Wird eine insbesondere für Kreditinstitute und Versicherungen vorgeschriebene Legitimationsprüfung von bestimmten Neukunden zur Verhinderung von Geldwäsche bezeichnet. Lassen Sie uns nun einige der häufigsten Fragen über Hypotheken in der Türkei beantworten. Von welchen Banken kann ich ein Hypothekendarlehen bekommen? Von welchen? Fast alle Banken in der Türkei bieten Hypotheken für Ausländer. Sie selten sollten jedoch die Zinssätze in Betracht ziehen, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. Ist es vorteilhaft, eine Hypothek in der Türkei aufzunehmen? Das kommt darauf an. Wenn Ihr Wohnland niedrigere Zinsen
anbietet, ist es für Sie vorteilhafter, da die Inflationsrate in der Türkei relativ hoch ist, sind die Zinssätze höher als in den meisten anderen Ländern. Wie viel Prozent der Verkaufssumme kann ich als Darlehen bekommen? Die Banken in der Türkei stellen die Hypothek bis zu 50% des Verkaufspreises der Immobilie für ausländische Käufer zur Verfügung. Was sind die Rückzahlungsdaten? Im Allgemeinen variieren die Tilgungsdaten zwischen 60 und 120 Monaten. Sie können jedoch auch 24 oder 36 Monate auswählen, wenn Sie dies wünschen. Für weitere Informationen oder Hilfestellungen kontaktieren Sie uns bitte über die unten angegebenen Kanäle oder hinterlassen Sie einen Kommentar unter diesem Video. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns auf anderen Videos. Auf Wiedersehen.